Der Motorsportclub Oldenburg hat am letzten Maiwochenende die 11. Oldenburger Classic Days ausgerichtet. Startschuss war am Freitagabend mit dem City Grand Prix. Dabei traten die mehr als 100 Fahrer mit ihren Autos auf einem Rundkurs in der Oldenburger Fußgängerzone und Innenstadt an. Dreh- und Angelpunkt der Classic Days war der Schlossplatz, wo die alten Autos bestaunt werden konnten. Bei strahlendem Sonnenschein wurde vor der tollen Kulisse und bei geöffneter Motorhaube gefachsimpelt. Für eine Überraschung sorgten die rund 40 Lomax-Fahrer, die von ihrem Treffen in Gannakesee kurzerhand einen Abstecher nach Oldenburg machten. Am Samstag folgte dann die Graf Anton Günther Rallye, die Teilnehmer 150 Kilometer durch Oldenburger Land führte. Am Sonntag konnte dann jeder, der wollte, eine Runde in einem der Oldtimer drehen. Die Charity-Fahrt, also Wohltätigkeitsfahrt, machte es möglich. Auf die Besucher warteten so illustre Fahrzeuge wie Maybach, Ferrari, Porsche, MG, Mercedes oder Käfer und Ente. Der Erlös der Charity-Runden kommt dem Kinderschutzbund Oldenburg zugute.